Training in Düsseldorf zwei Tage nach dem 3:1-Sieg in der Türkei und Mesut Özil ist wieder dabei. Ebenso İlkay Gündoğan und Toni Kroos. Und einer steht dabei ein wenig im Mittelpunkt, İlkay Gündoğan, der sich mit einem Einsatz am Dienstag gegen Belgien im deutschen Team festspielen kann. Ja, er hat es erstmal durch seine sportlichen Leistungen ist er hier dazugekommen. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir jetzt nicht nach Nationalitäten oder Interessenslagen Spieler einladen, sondern nur, wenn es sportlich Sinn macht. Da hat er sich ausgezeichnet, sich in der U21 bewährt und wir hoffen, dass er hier auch wieder die Chance bekommt und dass ein schöner Nebeneffekt dabei ist, dass er sich dann auch festspielt. Bei ihm ist es toll, wie er sich zu Deutschland bekennt, wie er auch anerkennt, welche gute Ausbildung er durch den deutschen Fußball im Verein und im Verband erlebt hat. Und ich mache mir bei ihm eigentlich keine Sorgen, dass er noch irgendwie von der deutschen Nationalmannschaft abspringt. Nach dem lockeren Aufwärmprogramm Spaß für die Mannschaft, eine kleine Rugby-Einheit. Dabei denken wir an den ehemals besten Rugby-Spieler der Welt, Jonah Lomu, der die Mannschaft vor der Weltmeisterschaft in Südafrika in diese Sportart eingewiesen hatte. Er muss erneut an der Niere operiert werden und das Team wünscht ihm an dieser Stelle gute Besserung. And guys, one more time for Jonah. Power. Within! All the best, Jonah. Mittags dann Pressekonferenz mit Hansi Flick, Manuel Neuer und später dann auch noch Bastian Schweinsteiger. Die Mannschaft ist das voll bewusst und die Trainer haben auch entsprechend nur einen Spieler zurückgeschickt, Mario Götze. Ansonsten haben wir hier einen Spielerkader von 24 Spielern. Wir wollen das Spiel gewinnen, zum einen natürlich, um einen fairen sportlichen Wettbewerb zu bieten und zum anderen, weil wir einfach den Rekord schaffen wollen, 10 Qualifikationsspiele mit Siegen zu spielen. Nach der Pressekonferenz reichlich Autogramme. Freier Nachmittag, der verdiente Lohn für gute sportliche Leistungen.